Ja, wir müssen eigentlich nur deswegen aufhören, weil Bodo Schwäbisch geträumt hat. Und er hat gesagt, wenn er Schwäbisch träumt, müssen wir aufhören. Sonst wären wir morgen weitergefahren. Der hat Schuld. Der Land war Schwäbisch! Ich will euch zum Schluss was mitgeben, das euch Hoffnung geben soll. Und wenn ihr wisst, wenn ihr wissen wollt, wo es steht, steht im Psalm 91. Und dem, dem es schlecht geht, dem empfehle ich, das zu lesen. Ich habe mir das auch markiert bei mir hier. Und ich lese euch vor, was dort steht. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge, er wird dich retten vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Schaut, lest euch das durch. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Amen. Und das